surprise for ya. Services agent working with you on this job. A brief should have already been sent your way, but wanted to touch base with you to ensure all the specifics are clear. There's an automated factory in our jurisdiction that's producing illegal goods. We need you to clear the location of hostiles, confiscate any contraband, then transport it to a security kiosk so it can be logged as evidence and destroyed. Ah!
2 ist der Boden. Okay. 1,2 ist der Boden. Swiders of Death. Of Death. Schießt er noch? Ach, nee, der schießt er noch. Der schießt ja noch. Warum auch immer der enttargetet hat. Ich habe keinen Knopf gedrückt. Ich habe das Ziel nicht aus dem Target genommen. Hallo! Hallo! Ey Sascha, entschuldige bitte, aber ich bin gerade hier in der Versuchung gewesen, konnte nicht widerstehen, weil ich alleine war und habe eine Aufnahme gestartet. Verrätst du mich oder? Ja, natürlich verrate ich dich. Ja, gut, dann stoppe ich jetzt die Aufnahme. Vollidiot, Alter, wieso fragst du mich das, ey? Ja, mir wurde ausdrücklich. Lass doch laufen. Ja, darf ich? Okay, weil mir wurde ja ausdrücklich gesagt, ich soll extra auf den nicht normalen Kanal, sondern extra Kanal gehen, wenn ich Aufnahme mache. Wenn die anderen kommen, muss ich halt ausmachen, aber bei mir ist es egal. Ja, cool, danke. Ich habe nämlich die Tage echt einen Lucky Day gehabt und hatte bei der zweiten ERT das erste Mal eine Soft Death C2, die richtig rappelvoll war mit Kram. Ich glaube, das meiste, was drin war, war Etam. Und dann habe ich es auch noch geschafft, ohne Probleme den Mist zu vertickern. Und hab mit einem Run in anderthalb Stunden über 3 Millionen Gewinn gemacht. Abzüglich schon der Reparaturkosten am Schiff.
Okay. Also das war mal echt fett. Ich hatte ja vorher immer nur gehört, ja, in den Soft-Death-Schiffs ist Cargo drin, aber die 10, 15 Schiffe, wo ich geguckt habe, halt Soft-Death und danach geguckt, die waren alle leer. Aber jetzt hatte ich die Tage wirklich mal ein Schiff, das voll war. Und dann hat sich auch gezeigt, dass sich das echt gelohnt hat, also... Ja, also, immer mal wieder. Cool, also ich sag mal... Ich sag mal so, es ist trotzdem immer noch lukrativer, dass du mit der Reclaimer losgehst. So. Ja, aber ich habe keine Reclaimer, ich habe auch keinen Bock mehr, eine zu kaufen, das ist mir zu langweilig. Ja. Da Knöpfchen drücken. Das ist ja doof. Ich meine, ich drücke ja so schnell. Für schnelle Geld, weißt du. Für schnelle Geld halt. Also, wenn du Bock hast, kannst du mir helfen. Ich würde 60 für dich, 40 für mich teilen oder meinetwegen auch 70 für dich. Wir machen immer 50-50, das gibt's nicht. Ey. Bei sowas machen wir immer 50-50. Also wenn du Bock hast, dann kannst du mir helfen, weil dann kriegt man natürlich schneller die Schiffe platt und kriegt schneller den Kram daraus, wenn welcher ja, drin ist. Ja, aber da brauchst du nicht anfangen mit 70-30 oder 60-40 und so weiter, so, das macht niemand so. Naja, ich würde nicht für nur 50% Beteiligung mich irgendwo in Turret setzen oder mitfliegen, das ist mir zu langweilig. Doch. Natürlich. Also wir haben teilweise Missionen gemacht und so, da hat jeder vielleicht 30.000 oder sowas bekommen. Mhm. Und das war, wir waren alle zufrieden, weil wir einfach Spaß hatten miteinander. Also das ist doch scheißegal. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob auf was vom Server du überhaupt bist. Oder auf US-Server, wir auch keinen Bock. EU 500 bin ich, genau. EU 500. Und hier waren vorhin nur 15 oder 16 Leute drauf, also das sah vielversprechend aus. Hm. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal schnell noch ein TS2 in meine C2 einbauen. Mhm. Und danach gucken wir mal, jetzt mach du erstmal allein. Mhm. Haben wir gestern zwei C2s gekauft? Oh. Weil der, ja, toll, weil der Server ja, am Abschmieren war und dann stand dann Service Failed, Transaction Failed. Geld wurde aber trotzdem abgezogen. Boah, nein! Und dann habe ich eine Weile gewartet und auf einmal hatte ich dann zwei C2s im Loadout Manager. Also, du wolltest auch zwei kaufen, von daher war es. Nee. Nee, eben nicht. Ich wollte eigentlich nur eine kaufen. Ja, aber guck, wenn eine explodiert, hast du direkt die nächste, ohne Claims halt. Das ist doch ein Vorteil. Ja, eben. Jetzt bin ich zufrieden. Ja, ich habe jetzt eine gesagt, ich stelle eine nach Hurston rüber oder nach Microtech und die andere lasse ich in Crusader stehen. Mhm. Ist ja schon nicht schlecht irgendwo. Aber trotzdem halt ein bisschen Verschwendung, ne? Was ein kostet bisschen. Die? 6 Millionen? Nee. Was war das? 4, irgendwas, glaube ich. Also knapp 5 Millionen? Knapp 5, ja, glaube ich. Ja. Meine Güte. Ich glaube 4,2 oder sowas. Mhm. Ich hatte 5, nee, jetzt hatte ich 12 Millionen so und auf einmal hatte ich nur noch 10, irgendwas mit den ganzen Ausrüstung noch zu. Mhm. Alles scheiße. Nur wegen. Nur wegen dieser Transaction-Fail. Ich hatte gerade ein lustiges Erlebnis. Ich habe mich zu viel auf die Höhenanzeige verlassen. Aber hier, wo ich gerade rumrocke, ist die blöde Planetenkruste, Mondkruste bei 1200 Meter oder so. Das habe ich dann auch auf die unliebsame Art erfahren. Hat mir erstmal hinten so ein Ausleger abgerissen. Zum Glück bin ich wieder nach oben gekommen. Oh, eben, zum Glück. Ja. Ich hoffe, die kriegen das hin. Ich hoffe, die kriegen das hin, dass der das anzeigt, was wirklich ist. Also virtuell halt wirklich ist. Wenn da steht 1200 Meter, dann bitte soll der Boden auch erst in 1200 Meter kommen und nicht früher. Oh, das ist schon nervig, ja. Ja, ich bin gerade total happy, ey. Endlich meinen letzten Arbeitstag für 2023 hinter mich gebracht. Nice. Ja.
Das, was mir im Moment immer so schwer fällt, hier die Wasserfitness, da den Vortänzer zu machen. Selbst das hat gut geklappt. Ich habe das gemacht, was die Leute wollten und sie waren zufrieden damit. Geil. Das ist ja auch immer so eine Sache. Da, ich hatte echt 30 Leute oder so im Wasser und manchmal ist wirklich dann einer oder zwei so laut am Schreien, das gefällt mir nicht, dass das irgendwie die ganze Stunde Scheiße macht, so. Aber heute ging's. Ja. Ja, manchmal, ja, weiß auch nicht. Menschen sind manchmal komisch. Jawohl, so, das war die letzte. Ja, jetzt hatte ich natürlich das Pech. Also ein Schiff ist garantiert direkt in Wrackstatus. Die blöde Starfarer. Die ist direkt kaputt geknallt. Dann musste was rausfallen. Aber wenigstens die. Ja, aber ich weiß nicht, wo es hinfällt. Hier ist dunkel. Das war in 5 oder 7 Kilometer Höhe, wo ich die abgeschossen habe. Der Mist kann überall liegen. Und du kriegst ja nur diese blöden Würfel angezeigt, wenn du pingst. Und der Würfel kann ja auch was Handmining sein oder. Ne? Ja, aber nicht im freien Fall kann der kein Handmeining Ja, das fällt ja runter. sein. Ja. Also wenn es vernünftig läuft, fällt das ja runter. Und unten auf dem Boden siehst du ja nur den Würfel und dann kann es halt ein Handmining-Würfel sein oder ein Steinchen für den Miner. Oder halt die Fracht von dem kaputten Raumschiff, die da runtergefallen ist. Das ist ein bisschen blöd. Wirklich, ich kann es halt nicht unterscheiden, so auf die Entfernung, ne? Ja, muss halt hinfliegen. Ja. Ja, aber ich fliege hier nicht 20 mögliche Dinger ab, um drei Pakete zu finden. Das wird zu doof. Nö, deswegen nimmst du ja eben die Schiffe vor, die wo wirklich wo potenziell halt viel drin sein könnte. Aber in Starfarer habe ich auch schon ganz schön viel Quantanium gefunden. Ja. Ja, ich habe sogar letztens auch mal Quantanium gefunden. Das war ganz nett. Mal so eine Abwechslung zu diesem Drogenmischmasch-Kram da. Ja. Ist natürlich diese Hammerhead auf den Boden geprallt und dabei kaputt gegangen. Das heißt, wenn diese Mechanik da ist, Soft Death, noch viel Fracht, Vollwrack, Fracht geht verloren, dann wird hier also nicht mehr allzu viel zu holen sein. Aber wenn ich das richtig sehe, also ein Paket ist, glaube ich, auf den Boden gefallen. Das andere ist, glaube ich, noch im Schiff drin. Naja, mal gucken, was ich machen kann. Eine Sache, die mir auch Einfach eine mal. Lehre war, ist, wenn ich dann mit dem Schiff da dran und dann die Klappen aufmache, dann muss ich wirklich darauf achten, dass mindestens eine Klappe, auch ohne zu steil im Winkel ist, am besten beide erreichbar halt. Weil wenn du erstmal raus bist, ne, und wieder ins Schiff reinkommen, vor allem wenn die Gravitation hoch ist, da reicht ein halber Meter und du kommst da nicht mehr drauf gehüpft. Und dann irgendwie Ja. diese Sache mit, ich mache mir jetzt eine Box auf den Boden und spring von der Box auf die Klappe und alles. Oh, vor allem nervig, wenn du halt irgendwo im Gebirge bist und dann irgendwie so einen 45-Grad-Winkel hast, um das Raumschiff zu parken. Oh. Ja. Aber weißt du, das irgendwie fühle ich mich da schon gerade irgendwie wie heißt das? Ich habe das schon die ersten Tage, ja, vom wo ich also Zocken angefangen habe, das Game, habe ich das schon gemerkt, dass, also das, was du gerade eben alles erzählst, das kommt mir jetzt vor, als hätte ich das schon in meiner Kindheit erlebt, Ja, weißt geil. du? Weil ich Geil, das bist schon Star schon Citizen durchgemacht habe. Veteran. Das habe ich schon durchgemacht, weißt du, so genau in dem Ding, so genau wie du das erzählst und so. Ja, aber guck, ey, dann hast du also auch schon wichtige Erfahrungen gesammelt. Ja, nur bei mir gehen die, ja, ganz schnell. Gespannt, was hier los ist. Du bist auch Crusader, oder dann? Ich bin gerade im Arc-Corp-Raum. Hey, oh Gott. Oh, 99 Kilo Widow. Ja, das ist ja mal was. Kilo. Ja, steht hier. 99 Kilo. Sieht Echt aus wie schon. eine 1-SCU-Box. Okay. Gucken, ob die andere Box erreichbar ist.
Ja, ich hoffe, die machen mal bald echt das, was sie schon lange angekündigt haben, nämlich Magnetboots, damit man so eine Rampe, auch wenn die über 45 Grad Winkel hat, einfach trotzdem noch hochgehen kann. Haben Sie das angekündigt oder was? Magnetboots haben sie schon lange angekündigt, eigentlich. Echt, okay. Ja. Und die hätte ich auch gerne. Für so einen Ja, Fall. das stimmt. Die sind zu lange überfällig hier. Ja. Da du einmal hier links hier richtig aufkommst mit deinen Füßen und so, oder weißt du? Ja, halt alles, was Metall ist, dass man da auch vernünftig dran langlaufen kann. Ja. Egal wie der Winkel ist am besten. Mhm. Na gut, ans eine Paket komme ich dran, ans andere nicht. Naja, gut, auf zum nächsten. Ist ja nix. Du der Was? A2 fliegst oder was machst du Ja, da? genau. Was mich positiv gefreut hat, war, du hast ja nicht bei vielen Boxen in der zweiten Ebene, dass die snappen. Also lege ich die dann einfach oben drauf, den Scheiß da, und hoffe, dass es nicht irgendwie rumrödelt, wenn du dann so fliegst und das Schiff von innen zerstört. Weil letztens hatte ich das einmal, da ist mein Schiff aus dem heiteren Himmel explodiert im Landeanflug an irgendeine Bodenstation oder so. Und das war für mich eigentlich die einzige Erklärung, weil ich hatte keine Missile aufgeschaltet. Ich habe da nichts gesehen oder gehört und plötzlich ist das Schiff explodiert. Das kann ja eigentlich dann nur eine Fracht gewesen sein, die von innen das Schiff fatal angestoßen hat oder so. Ja, oder die halt ja von vornherein schon umgebackt hat und gewackelt hat. So, was ist das Ja. denn jetzt? Ich habe gestern meine erste C2 habe ich mit Ballistics ausgerüstet. Ich glaube, ich bin da zufrieden damit. Ja. Ich glaube, Was? ich hab gestern in der Cutlass Black so als NPC-Gegner mal kurz gehabt und so. Ich glaube, ich habe die innerhalb von 20 Sekunden zersägt oder so. Mit den AD5Bs. Was hattest du denn da für? Ach, die AD5Bs, okay, ja, die haben viel Munition und man fühlt sich so ein bisschen wie der Bullet King damit, ja. Genau, aber nicht gimbelt halt, also kommt fix halt vorne für den Piloten. Ja, weil die Size 5er halt richtig hohen Damage Output haben, um einiges höher Genau, als. Wenn ja. man sich anguckt, 1 auf 2, 2 auf 3, 3 auf 4, das ist ja eher so, ja, bisschen mehr, aber 4er auf 5er, das ist ein großer Unterschied. Eben, also ich habe mich echt gefühlt, wie so, keine Ahnung. Ich hatte echt 20 bis 30 Sekunden und hat es gedauert, bis die Cutlass einfach komplett weg war. Und das war halt gemacht. Wir waren halt immer in so einem wehrlosen Ding, dann konnte ich nichts machen dann. Außer so wegfliegen dann, so rechtzeitig. Und jetzt mit den Ballistics, war macht das Ja, ist Spaß. schon heftig. Tja, jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ich habe 4 Schiffe abgeschossen, davon mindestens 2 in Soft Death. Und mir scheint, die sind alle auf den Boden gefallen, kaputt gegangen, sie sind nicht mehr aufschaltbar. Oh. Sowas ist auch immer gut, wenn man mehr Leute ist. Ja, ich hätte gerne so eine SAV dabei, die sich so ein bisschen im Hintergrund hält und sobald Shift im Soft ist, fliegt dahin, halt es fest, damit es bloß nicht auf den Boden fällt und kaputt geht. So schnell geht es auch wieder nicht mit dem SRV, aber umdrehen kann der SRV das zum Beispiel, wenn du ein Schiff hast, wo potenziell was drin ist oder so. Ja, da kannst du das einfach, anstatt dass es auf dem Rücken liegt, dann halt wieder auf normal legen. Ja, ich Aber find's so schade. fangen, also weißt du, so wie so ein, ich fange dich mal an, auf, bevor du auf die Planet knallst, schon ein bisschen schwieriger. Ja, da musst du wahrscheinlich einen zweiten dabei haben, der dann, dass du als Pilot so gut dran manövrierst, dass der hinten dann direkt mit dem Traktorstrahl noch was reißen kann, ne? Das machst du ja auch über den gleichen Seat. Da gibt's ja kein hinten bei der SRV. Ach so. Ja, das ist ja blöd. Ich finde das so oder so blöd, dass es hinten ist. Ich finde, man sollte das nach vorne raushauen und dann halt, mein Gott, dann fliegst du halt rückwärts mit einer Kamera, scheißegal, aber du kannst wenigstens nach vorne gut arbeiten mit dem Traktorstrahl. Ist so, sehe ich auch so. Naja, vielleicht machen sie ja noch mal ein Raumschiff, wo es praktisch ist und nicht tedious. Ja.
Was willst du halt machen? So, du kannst das Schiff, wo er da mit Fullspeed da, also der Gegner mit Fullspeed dann in der Gegend rumfliegt, ja auch mit Babysitten und sagen, oh, jetzt fliegt's gleich, oh, jetzt fliegt's gleich. Und dann, dass die SAV hinterher sprintet oder so und das dann wie so ein Baseballspieler dann auffängt dann. Ja. Deswegen, also, keine Ahnung, also wenn es ums Geld machen geht, dann sage ich halt jetzt gerade momentan ist das nicht so gut, sagen wir es mal so. Also ich Wenn finde es halt machen als will, von mir aus. Gameplay-Loop, ja, ich finde halt als Gameplay-Loop wäre das ja schon eine geile Nummer. Aber dass du Ja. den Zwang hast, da irgendwie das mit diesem Umschalten nach hinten und so, das ist einfach zu unpraktisch, ne? Genau für diesen Fall würde ich das Ding halt gerne benutzen, ne? Ich nehme einen Kollegen mit, der hat die SAV, ich schieße ein Schiff ab, er fängt das und setzt das sanft auf den Boden, damit wir das, wenn die anderen drei Schiffe abgeschossen ist, dann schön ausräumen können, so, ne? Weiß nicht, also ja, vergiss wie ich das. Mich spricht das halt irgendwie generell schon an, aber halt eben nicht allein, weißt? Also wenn ich das allein mache, dann denke ich mir jedes Mal, ja fuck, was machst du jetzt so? Jetzt habe ich zwei C2s und eine A2 und eine M2 als Gegner, habt ihr alle abgeballert, aber kann die eh nicht looten? Ja, toll. Prost Mahlzeit mit der Eien da. So, weißt du? Naja, das ist blöd. Also allein ist es mega behindert. Zu zweit geht's grad so, aber ja, schwierig, sehr schwierig. Weil du musst immer, wenn du eben so ein Schiff hast oder sowas, musst du mindestens eins verlieren, also aus den Augen verlieren, dass du die anderen holen kannst oder keine Ahnung was, also halt Position holen kannst oder so, dass der andere dein Mate dann irgendwie einen Frachter holen kann. Aber ja, ab vier, fünf Leuten und so geht das schon mit der ERT, sage ich jetzt mal, aber Also alleine mit den A mit der A2, das geht. nee, ich hab's letztes Mal auch immer ausprobiert mit der A2, auch mit, wie du gesagt hast, mit Absolution und also die Distortion Scattergun, Ich bin mittlerweile weißt. wieder ab davon, weil ich das Gefühl habe, die hat so eine verkackte Streuung und ich muss halt unter 400 Meter, damit die überhaupt wirkt. Die hat ja nur eine Range Eben. von 400 Meter. Ich bin wieder Eben. auf zwei Laserkanonen, Fünfer, fertig. Das Eben. Ich funktioniert bin besser. ja letztes Mal gegen eine Hammerhead gnadenlos verloren und das bestimmt zweimal oder sowas. Also das Oh. kann ich so sowas von vergessen. So, da musst du dann so nah hin, dass sie dich schon ja, deine Schilde weg sind und dann ist ja nicht mehr viel. Also der Unterschied ist halt auch, fliegst du coupled oder decoupled? Kappelt. Ja, das macht einen großen Unterschied beim NPC-Dogfighten. Wenn du decoupled fliegst, achte mal drauf, dann fliegen die, Wild. also im Resultat fliegen sie so, dass ich sie besser abschießen kann. Ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber ich habe das Gefühl, im coupled fliegen die näher an Reaktion auf meinen Input. Also wenn ich jetzt mit 100 Meter pro Sekunde fliege, dann fliegen die NPCs auch um den Dreh rum, plus minus 50 Meter pro Sekunde. Wenn ich also langsam bin, fliegen die langsam, ich kann sie also gut abschießen. Das Problem ist aber, dass die mich auch ganz gut targeten können. Wenn ich aber auf decoupled schalte, dann ändert sich, so wie ich das beobachtet habe, das Flugverhalten von denen in der Richtung, dass die quasi auch decoupled fliegen, aber das mit dem Zielen nicht mehr so auf die Reihe kriegen über große Strecken. Also die fliegen dann irgendwie ähnlich wie ich, so wie meine Manöver im Decoupled sind, so ähnlich fliegen die. Also auch mehr so linear, so gerade Ja. Linien und mit Drehen und sowas. Nicht so dieses Circle Strafing, was ja automatisch ist, wenn ich jetzt coupled fliege und ich zirkle um den Gegner drumherum. Dann zirkelt der um mich drumherum. Weil der ja irgendwie sowas macht wie eine Reaktion auf meine Manöver. Wenn ich aber jetzt decoupled fliege und ich fliege so eher geradlinig und dann ab und zu mal ein bisschen den Vektor langsam zu einer Seite oder zur anderen Seite verschieben, dann fliegen die auch so. Und anscheinend kriegen die im decoupled auch das Ziel nicht so gut hin. Also schaffe ich es dann besser, die abzuballern.
Ja. Das Blöde ist halt wie vorhin, wenn der Boden auf 1200 Meter ist und du weißt das nicht. Also ich bin gerade zum Glück nur relativ leicht erstmal auf dem Boden aufgesetzt. So, ja, scheiße. Wenn du jetzt 300 Meter pro Sekunde fliegst und du knallst da im Spitzenwinkel auf den Boden, dann war es das gewesen, ne? Ja, keine Ahnung. Ich finde, also die Waffen, das hat einfach überhaupt gar keinen Spaß gemacht mit der A2. So, mit den Distortion Scatter Ja, das ist Gun echt und Sicherheit. anspruchsvoll, ne? Du musst halt immer gucken, dass die Ja, Distortions einknallen. anspruchsvoll nicht. Also ich habe gut getroffen, aber war halt einfach langweilig für mich, weißt du. So lang, also nicht langwierig, sondern eher so, ja, voll, hat einfach keinen Spaß gemacht. Also, komisch. Ich finde das ehrlich gesagt jetzt auch so ein bisschen anstrengend, weil trotz zwei Size 5ern zieht sich das doch schon teilweise ganz schön hin mit denen. Und wenn die sich nicht genug voneinander entzerren, sondern wirklich alle vier auf einem Punkt da rumfliegen, dann kann das schon mal sein, dass ich immer wieder weg muss halt, ne? Schilde aufladen, Schilde aufladen. Ich bin auch noch nicht ganz schlau daraus, was das ist mit dem Abbruch der Mission, aber ich glaube, die haben echt für die Zertifikate so eine Entfernung als Abbruch der Mission eingefügt. Weil ich das ja schon ein paar Mal hatte. Ich bin da zum Schilderaufladen ein bisschen unvorsichtig halt etwas weiter weggeflogen, meinetwegen über 5 Kilometer. Und dann plötzlich so Contract failed. Jetzt bei den ERTs ist es mir zum Glück nicht mehr passiert. Aber bei den Zertifikaten hatte ich das ein paar Mal. Ich weiß auch nicht, wie die Entfernung da ist. Ich glaube, einmal war ich 12 Kilometer weit weg, einmal war ich, weiß nicht, 13 oder 11. Also kann sein, dass die vielleicht so einen 10 Kilometer Radius gemacht haben ums Ziel. Und wenn du da rausfliegst, ja, dann ist der Contract failed, ne? Die Ja, Scheiße da. gut. Ja, der erste gerade, das war ja super, ey. Ein einziges Paket hat mir das Ganze gebracht. Na, mal gucken, wie es jetzt wird. Ja, die ganze Zeit gucken, ob man das Look-Ahead vielleicht ein bisschen einstellen kann, aber dass er immer nach vorne geht, nur weil er ein bisschen beschleunigt oder so. Das nervt so dermaßen. Soll ich dir mal sagen, wie ich das eingestellt habe, damit ich entscheide, wo er hinguckt und nicht da dieses. Ja, Also kannst du mal. ich habe da zwei Werte, habe ich da geändert, weil mich das tierisch nervt. Und zwar, warte mal, Options, Key Bindings. Und Game Settings war das. War das noch mal? Ach so, stimmt, bei den Game Settings war das. Einmal kurz hier gucken, das war, glaube ich, ein bisschen weiter unten. Ziemlich weit unten, glaube ich, war das. Pilot Look Ahead Enabled. Den habe ich auf No gestellt. Habe ich beide schon auf null. Und den Targeting Enable Auto Zoom on Lock Target habe ich auf No gestellt. Die beiden, Target. das Vehicles Targeting Enable Auto Zoom on Locked Target. Warte, ja, das ist gut. Ne, das ist total nervige Funktion, ey. Ich will selber entscheiden, ob ich da reinzoome, nicht dieses blöde Ding da. Ich glaub, das war das sogar. Ja, eben, weil du fliegst mit einer C2 oder irgendwas und willst ja eigentlich gar nicht nach vorne. Also, wenn du am Fighten bist oder am Entkommen oder so teilweise, dann willst du ja wissen, wie ich mein Schild gerade und weißt, also Aha. halt, du willst es ja im Blick haben Ja, und den nicht. Überblick behalten und nicht jetzt nur auf den Gegner gucken, so. Genau, so. Und jedes Mal musst du dann gucken, dann musst du wieder F drücken, dass der wieder zurückzoomt, dann auf die normale Zoom-Dings hier. Ja, extrem nervig, ey. Ich weiß auch nicht, was sie sich bei manchen Einstellungen denken. Ja, keine Ahnung, vielleicht rutscht dann mit dem Stuhl vor, weißt du, also halt, ja, G-Kräfte, oder, so, steierst dich voll rein und dann rutscht halt ein bisschen weiter nach vorne, oder, das
hier denn rum? Taurus, eine Starfarer, eine Phoenix und eine Redeemer als Hauptziel. Na, das ist doch nett. Das ist eine tolle Truppe. Was mache ich denn zuerst? Die Taurus. Der Taurus kann doch noch Fracht dabei sein, glaube ich. Bei der Phoenix ist ja, glaube ich, so ein Luxusding da eher weniger, glaube ich. Ja? Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das logisch ist. Ich glaube, die haben einfach so eine Zufallsverwürfelung da gemacht. Ja, muss halt nach dem Cargo-Möglichkeit gehen. Also, meinst du? Ja, die, wo Cargo haben können, die haben auch manchmal was dabei. Genauso wie die 400i ist ja auch immer was dabei haben. Auch wenn es nicht viel ist, aber wenigstens haben sie ein bisschen Widow dabei oder sowas. Mhm. Also, das ist schon einfach nur, if it possible, it is. So. Alles andere wäre noch zu weit gedacht. Oh. Ach nee, Luxusschiff, die können doch, kann noch nichts dabei haben. Das wäre viel zu weit gedacht, glaube ich, für die. Oh, schön. 3 Softdeaths schon hergestellt. Jetzt fehlt nur noch die Redeemer. Das ist doch nett. Nach wie vor glaube ich auch, dass die Hitpoints von den NPC-Schiffen irgendwie größtenteils drastisch gesenkt haben. Ich mir überlege, ja, wie schnell ich jetzt gerade 3 Dinger abgeschossen habe. Eine Starfarer und 2 Andromedas, 2 Constellations. Das ist eigentlich zu schnell so. Das dürfte nicht so schnell gehen. Da weinen doch nur die Spieler, die Constellations haben, wenn die so schnell abgeschossen werden. Ja, aber NPCs sind ja eigentlich nicht so... sollten schneller down gehen als Spieler, weil Spieler, die haben halt eben die bis nach oben hin, also optimierten Schilde drin. Da dauert schon ein bisschen länger. Aber du meinst die Grund-HP halt, oder? Ja. Jetzt fliegt die Redeemer wieder so nah über dem Boden, dass die erstmal da in die Bäumchen knallt oder was auch immer hier ist.
Oh, jetzt ist die gegen den Berg. Oh. Sie ist so stark gegen den Berg geknallt, dass sie direkt in den Totalwrack-Status gegangen ist. Mensch. Die Redeemer. Ich dachte, sie opfert sich jetzt für mich und bleibt Soft Death. Ja, Redeemer kann es drauf scheißen, die hat nur zwei Cargo. Ja, vielleicht sind das ja zwei tolle Cargo. Ah, ich krieg's auch nicht mehr raus, die Scheiße. Glaub mir, okay. Das ist ekelhaft. Okay. Wir haben den ganzen Tag damit rumgeschlagen, da irgendeine Kiste entweder reinzubekommen oder eine rauszubekommen wieder. Das kannst du was verknicken, eine scheiße Dusche oder was auch immer das für ein Cargo-Ding ist da. Du Schatziger. Oh, jetzt hat mich einer aufgeschaltet. Wer schaltet mich denn auf hier? Was ist denn das hier? Nee, irgendwas anderes. Ist das Fracht oder ist das... Boah, ich glaube, ich hab... Wow, ey. Ich hab jetzt einen Würfel mal auf Verdacht angeflogen. Und ich hab doch tatsächlich das Wrack von der Starfarer gefunden. Das Vollwrack. Ja. Wow. Das ist ja mal jetzt eine gute Nachricht. 5 Kilometer weit bin ich geflogen für den Mist hier. 5 Kilometer? Das ist ja gar nichts. Doch, das ist super weit im Dunkeln. Nein. Ah, und ich hab Glück, also eine Box sehe ich sogar, die liegt auf dem Boden. Haha. Cool. Nice. Also eine Box kriege ich wenigstens da. Ja, Starfarer, da kommst du eigentlich ziemlich gut ran an die Boxen. Naja, es ist ja so, dass die meisten Schaltflächen deaktivieren, sobald die vom Soft Death in den Vollwrack übergeht. Du kannst ja, also natürlich. Die Fracht nicht mehr aufmachen. Ja, die meisten schon, aber du kannst meistens trotzdem noch hinten da aus dem Loch was rausholen. Aus dem Loch was rausholen. Ja, ausschaben. Ausschaben. Na, ich bin mal gespannt. Also ein Paket und ein Viertel sehe ich sogar. Wenn ich Glück habe, kann ich den Kram da sogar irgendwie abtransportieren. Schön wär's. Was mir ein bisschen zu denken bringt, ist, dass ich aufgeschaltet wurde, obwohl hier eigentlich nur ein Wrack von einer Iron liegt. Ja, wo bist du? Also, bist du bei Valla oder wo bist du gerade? Ja. Ja, das kann schon sein, dass die gerade eben auf dem Weg zum Verkaufen sind oder so und halt einfach gedacht, na okay. Mit einer Ares Iron. Ja. Mit einer Ares Iron haben die doch gar keine Fracht. Da kannst du ja höchstens irgendwie eine Waffe mitnehmen, NPC. Nee, eine aber vielleicht will der ja gucken oder keine Ahnung, auch für einen anderen, der da hinfliegt oder so. Ich denke eher, der hat einen ähnlichen Auftrag gemacht wie ich hier. ERT-Ziele abschießen und hat dann auf die Fresse gekriegt. Oh, was haben wir denn hier? Also, Altruschia-Toxin, na super. 200 Kilo. Oh, nur das Beste hier. Oh. Ich krieg jetzt noch schnell woanders hin, um mir Waffen zu kaufen. Aha. Und also ich bin mit einer Full Ballistik C2 unterwegs und könnte da schon helfen. Ja, geil. Immer her mit der Hilfe. Ja. So, Neon 200 Kilo, na. Ja, red doch nicht in Kilo, das macht mich so... Oh, das ist doch viel zu wenig. Boah, ich doch gar nicht aufstehen. Mal gucken, liegt hier noch was. Oh, da ist gerade eine Box vor meinen Augen gespawnt. Etam, 1,6 Tonnen. Ui, 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 ui. Ich werde noch reich hier. Ist immer ein Anfang, ne? Etam kriegst du halt nicht los. Doch. Mm-mm.
Am Scrapyard, na klar, ich habe doch gestern Etham für ein paar Millionen verkauft. Ja, natürlich, wenn du Glück hast und die Scrapyards leer sind oder gerade eben Demand haben, weißt. Aber wenn du halt eine ganze Dinge, ganze Kiste voll, oder ja, also die ganze, das ganze Schiff voll Etham hast, so, also 70, 80% oder so, und du halt das, ja, du kannst nur 15% oder so verkaufen, dann, ja, stehst du Das ist teilweise mal scheiße. 2 Stunden dann dran, Das ist bis das scheiße. Ding refresht dann. Ja. Also gestern, oder ich glaube gestern war das, gestern Abend. Ich glaube, ich hatte 55 SCU oder sowas von dem Zeug. Das war dann Ja, schon ein das geht ja noch. ordentlicher Riss. Ja, aber das, eben, das geht ja noch. So viel kannst du meistens schon auf einmal verkaufen. Ja, in der A2 hast du ja nur maximal 216 SCU Platz. Also ich habe Ja. ein bisschen mehr reingepackt, glaube ich. Ich habe da oben die zweite Lage auch noch befüllt. Ich gehe jetzt mal schnell nach Arkwell 1, da müsste doch auch. Dann ist meine Refinery und dann gucken wir mal, ob es da Waffen gibt, ich glaube schon. Also FPS-Waffen. Einer Refinery? Ich glaube, da könnte was sein. Eine wenigste Ja, halt. Pistole oder so muss da doch geben. Halt an der Galerie, weißt du, dieses Ding meine ich. An Also der nicht Galerie müsste auf jeden Fall was sein. Da hast du ja ja, aber nicht teilweise in sogar einen jeder. Rüstungsshop. Im Rüstungsshop hast du ja teilweise sogar Waffen. Ich glaube, ich war die Ja. Tage auf Hurston Everus, Ja, da gibt's glaube immer ich. einen. Und da gab es im Rüstungsshop auch Waffen. Aber FPS-Waffen. das Einzige, was es nicht gibt, was ich gemerkt habe, war bei Genie Point. Also die sind irgendwie waffenfrei, keine Ahnung. Da gibt's überhaupt gar nichts auf der Station. Faktor Voll Beams, blöd. ja. Da müsste man So. eigentlich dann erstmal irgendwie sich so ein Kontingent hinlegen, falls man da ist, dass man wenigstens was zum Ausrüsten hat. Ja, oder man fliegt nach Arkob runter und fährt Zug. Oh, jetzt habe ich hier oben visuell Pakete angezeigt, aber sie sind nicht pingbar. Ja, toll. Dann gibt's die also nicht. Scheiße. Ja, oder näher hinfliegen, wenn die nicht im Planeten drin sind. Ich war ja schon, die schweben über dem Raumschiff, über dem Wrack. Okay. Also ich glaube, man kann nur das einladen, wo man auch bei Ping dann eine Anzeige von kriegt. War bisher so. Ah, das sind Miningsteine hier. Ich würde ja schon gerne noch das dritte und oder vierte Schiff finden. Also ich glaube, die Entwickler haben den Canyon von Microtech zerstört. Oh. Wir sind gestern dahin geflogen und das sieht mittlerweile aus wie ein Avatar, die Berge beispielsweise in der Luft schweben. Also nicht mehr so wie Canyons im Boden oder so. Oh, ich wurde schon wieder aufgesch. Wer schaltet mich denn auf hier und Oh. wer schießt auf mich? Oh. Hast schon was geladen oder nix? Ah, ich bin mir gerade gar nicht sicher, von wo hier auf mich geschossen wird. Ach, hier ist ein. Outpost, also Ah, ein hier ist ein Outpost. Outpost und zwar der Good Times Tempel. Ah ja. Aber hier steht auf dem Boden eine kaputte Andromeda. Das könnte die Phoenix sein. Gucken, kann ich denn hier vielleicht parken außerhalb von der Fire Range? Stehe ich denn jetzt hier? Oh, der Boden hier ist total uneben. Oh. Ist Tja. normal. Aber es scheint gerade nicht auf mich zu schießen, also kann ich mein Glück probieren. Kannst ja gucken, wie weit du von dem Ding weg bist. Wenn es Ja, über 12, wenn es 900 Meter oder so, aber es hat mal aufgehört auf 100. mich.
Ja, aber es hat aufgehört zu schießen, als ich ganz nah am Boden war. Also es scheint, dass da irgendeine Gelände, Berg So ein oder sowas Berg zwischen ist, dazwischen. noch ein kleiner. Ja. Glück gehabt, Wo also kann sein? eventuell. Maluge, diese blöde Frachtluke von der Constellation ist nicht ganz aufgegangen und das Ding liegt auf dem Rücken, also es zeigt nach oben, also muss ich wahrscheinlich erst das Ding wieder voll ausfahren, bevor ich da irgendwas rausrupfen kann. Aber immerhin. Lass die Leiter los. Mal gespannt. Eigentlich würde ich das gerne so hier rausziehen. Jetzt ist es nach unten durch Chiffre fallen. Oh Mann. Läuft doch. Es ist nach Läuft unten doch. durchs Schiff gefallen. Ist das Durchs Schiff witzig. gebackt, ja. Ja. Na, warst du dann statt mal nicht dabei, wo wir das mit der Hammerhead hatten? Tja, weiß ich Wo nicht. ich. Da bin ich in die Hammerhead rein, die auch auf dem Rücken lag. Aha. Und dann haben wir dann eben auch so Pakete gefunden, die oben an der Decke geklebt haben dann. Und dann haben wir die gedacht, ja scheiße, wie bekommen wir die Scheiße jetzt da raus? So, und dann wirklich, also du hast sie einfach nur fallen lassen in so ein Eck rein und auf einmal ist das durch Schiff durchgeglitscht dann und unten hat dann einer abgenommen dann, wo es dann eben in das Transportschiff geladen hat dann. Und zum Schluss bin ich dann auch durchgeglitscht, also durchgeflutscht. Anders kam ich denn gar nicht mehr raus. Ja, irgendwie. Das wird schon noch gefixt, denke ich mal. Dass es gar nicht geht, aber. Ich habe noch Leben, die keinen so großen Wert drauf. Ja, diese 32 SCU-Boxen, die sind echt riesig. Was? Kann ich den nicht weiter nach hinten stellen? Oh. Nee, kein Quid. Scheiße. Mist. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das mit der anderen Box auch funktioniert, wenn ich die antitsche und fallen lasse, ob die nach unten durchfällt. Die ist auch durchgefallen. Ey. Oh, er will sie nicht reißen. Komm schon. Rupf das raus hier. Da rein den Kram, ey. Eigentlich ist die ja groß, die A2, aber ich habe das Gefühl, im Gegensatz zu diesen 32 SCU-Boxen ist die winzig. Viel zu klein. Ja, schon. Kennst du dich mit Mäusen aus so ein bisschen? Also Gaming?
Peripherie, Maus? Ja, mit Springmäusen wollte ich gerade. Nein, ich meine Gaming-Peripherie. Also halb. Ich kann nur aus mit eigener Erfahrung halt eben was bewerten. Warte Wieso? mal kurz, dann schicke ich dir mal eben einen Link. Oh, Dings hat auch schon geantwortet. Geil. Warte, ich muss mal eben. Copy. So, wie kann ich denn jetzt den. Ah, Link kopieren. Ice Cold, eine Nachricht schicken. Und einfügen. Ich habe halt jetzt ziemlich lange rumrecherchiert gestern und scheine im Moment bei dieser Maus zu hängen, von wegen eventuell mal eine neue Maus holen, vielleicht. Die habe ich. Die hast du? Warte, wenn es genau die ist, dann habe ich die. 502, weil sagt mir auf jeden Fall was. Oh, ich habe mein dritter Monitor ausgefallen, das ist ekelhaft. Ist ja voll der Warte, das ist. Krösus, drei Monitore, Wahnsinn. Wieso? Ich habe einen Monitor. Ja, als Programmierer braucht man drei. So. Ach stimmt, du bist ja Programmierer. Okay, ja, dann braucht man natürlich. Ich habe die 502 Lightspeed. Genau dieselbe oder was? Ja. Und was hältst du von der? Ziemlich nice. Ich weiß aber nicht, ob das am Spiel liegt von Star Citizen, aber ich mache mit dem ja auch dieses den Velocity Limiter. Da muss ich sagen, könnte es schon ein bisschen besser sein. Also halt ein bisschen ungenau, weißt du, diese Steps halt. Weil ich lasse immer das Ding, das Rad lasse ich immer nicht gefixt, dann also Freilaufrad. Freilauf. Genau, Freilauf. Wie beim Hamster, genau. Ja. Ja. Ja, mein Hauptgedanke Also. ist, wieso ich dieses Freilaufrad interessant finde als Idee. Ich habe schon mit Leuten zusammengezockt, die halt das Looting damit gut hingekriegt haben, ne? Box mit dem Traktorstrahl von A nach B bewegen, weil du dann Ja. einmal das antitscht, dass es sich halt dreht und solange wie das blöde Rad sich dreht, wird das weiter weg oder zu dir rangeschoben. Ne, diese Ja, das normalen Mausräder, stimmt. die hören ja immer wieder auf. Die werden ja langsamer und hören dann auf. Und dann musst du immer wieder drehen, 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 um diese 50 oder 100 virtuellen Meter zu überwinden. Ne? Ja, aber auch beim Mining oder beim Hand Mining oder im Clasher Mining ist es halt ziemlich gut, wenn du die Laserstärke einstellst. Also auch in der Prospector Mining. Also Prospector Mining hast dann ja auch die Laserstärke, wo du damit einstellen musst dann. Also ich bin mega zufrieden mit der. Also bis auf das, dass ich vielleicht auch, weil ich kurz einen Daumen habe oder keine Ahnung, die hat ja links dran, hat ja noch diese Sniper-Taste, wo dann kurzzeitig deine DPI runtersetzt und so. Das ist ein bisschen zu kurz geraten. Also die erreiche ich zwar schon, aber ich benutze nie, weil sie halt so schlecht zu erreichen ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also ich habe hier eine Corsair RGB 65 Maus, die hat auch so eine Sniper-Taste, aber bei dieser Ding liegt die okay. Also nur was ich hierbei halt vermisse ist, weil ich das mal gesehen habe, wie Leute so ein freilaufendes Scrollrad benutzt haben, alleine für das Traktorstrahl Sachen hin oder weg schieben, ziehen. Alleine dafür scheint mir das echt sehr praktisch zu sein. Und wenn ich jetzt so gucke von den durchschnittlichen Werten her, ob es jetzt eine Razer ist oder eine Naga oder was weiß ich, wie da gute Mäuse heißen, die scheinen eigentlich in dem Preisbereich alle ein relativ ähnliches Feature-Set zu bieten. Relativ hohe Ja. DPS, DPI, relativ geringe Hubhöhe und so weiter und so weiter. Da scheint nicht großartiger Unterschied zu sein. Und von dem gesamten Feature-Set her scheint mir das schon eine recht nette Maus zu sein. Also ich überlege halt, ne, soll ich jetzt für die sparen? Ja, also ich sag jetzt mal halt für das, was du machen willst, so, und das, was ich ja eigentlich auch mache, ist die perfekt.
Also ich habe jahrelang habe ich mal immer wieder geswitcht so zwischen Razer, was war die andere nochmal? Das gab es doch noch hier. Warte. Jetzt hatte die also. Ja, was ist das gleich? Razer Logitech. Dann hatte ich noch Rocket, genau. Rockert. Ja. Aber ich bin immer wieder, muss ich feststellen, dass halt Logitech einfach die beste Verarbeitung hat. Also egal, ob es die 402 Hyperion Fury war, was der Vorgänger ist, so halbwegs, oder halt eben diese 502. Also ich habe die 402, die muss ich weggeben an einen Kollegen, weil die war irgendwie zu leicht und zu, keine Ahnung. Und ich glaube, bei der war das so, genau, da kannst du Gewichte noch unten dran machen. Also, und ich habe da halt eben der erste Schritt, wenn du die halt kriegst, dann machst du halt einfach alle Gewichte rein. Also bei mir zumindest. Ja. Macht ja jeder eh anders. Irgendwann. Okay, ich guck mal rein. Doch, ich habe einfach alle reingemacht. Ja. Also ich habe bei mir bei dieser Corsair-Maus, die ich gerade benutze, alle Gewichte rausgemacht, weil ich fand, das war viel zu schwer damit. Ich möchte möglichst wenig Gewicht haben, was ich hier bewege. Und da scheint mir diese Logitech doch ganz gut zu sein. Es gibt noch Mäuse, die noch weniger wiegen, was dann, naja, 20 Gramm oder sowas wären. Aber Also echt irgendwie einfach. scheinen die vom Feature-Set nicht so gut zu sein. Also ich habe auch Ja, so das Gefühl, ja, mit der könnte ich doch am glücklichsten werden. Eventuell. eben, das sage ich auf jeden Fall. Wenn dich das mit dieser Flyboard-Taste, die ein bisschen, ja, weit weg kann man es nicht sagen. Also, ich weiß nicht, wie dick dein Daumen ist. Also Sniper-Taste benutze ich eigentlich so gut wie nie. Ich habe das mal probiert Ja, bei ich dem auch nicht. Battlefield 5. Ich auch nicht. Und irgendwie, ich habe lieber hier die 9000 DPI und verreiße dafür, aber ich muss halt die Maus wenig bewegen. Das Wie viel finde ich am dB? besten. Ich spiele auf 9000 DPI. Das ist der Ich Maximalwert, den die kann hier. bin auf, glaube ich, 4000, nee, bei 8700 und ich switch dann halt immer dann mit dieser Taste halt eben dann runter auf, ja, noch 4000, glaube ich. Auf 400 switcht meine. Wenn ich jetzt die Sniper-Taste drücke, dann muss ich hier riesige Bewegungen machen auf dem Mauspad, damit er sich überhaupt bewegt. Es sieht dann natürlich glatter aus, so, ne? Es sieht dann aus. Aber ich bin sozusagen, ich gucke jetzt zur Seite. Ich gehe jetzt mal ganz an den Rand von meinem Mauspad. Ich gucke zur Seite. Ich drücke diese blöde Taste. Ich bin jetzt bei 90 Grad Drehung. Die halbe Pad. Also ich habe das hochkant stehen, das Pad. Halbe Pad und dann für 180 muss ich komplett dieses verfluchte Pad einmal überqueren mit der Hand. Das ist mir viel zu doof. Da habe ich lieber Ja. hier 9000 DPI. Dann mache ich hier einen Zentimeter nach links 90 Grad, einen Zentimeter nach rechts 90 Grad. Das finde ich viel besser. Ich will ja die Bin es Maus auch wenig gewohnt. bewegen. Ja. Ich bin es auch Und so gewohnt. das wäre natürlich dann auch geil, wenn das jetzt bei dem Ding mit hier 25.000 DPI oder was die hat, auch wirklich sich dann nochmal bemerkbar macht, dass man halt noch ein bisschen weniger die Hände einfach bewegen muss mit der Maus so, ne? 25.600 übrigens. Wow. Wahnsinn. Ja, das macht schon Spaß, sagen wir es mal so. Auch die Mausmakros, die haben auch schon einiges geholfen, aber ich benutze sie halt eben auch viel zu wenig. Ich glaube, dieses Logo kann man ja auch noch allerdings hier, also halt Beleuchtung synchronisieren zwischen Tastatur oder keine Ahnung. Ich brauche diesen Bling-Bling nicht. Ich benutze den linken Mausbutton, den rechten Mausbutton, ab und zu das Scrollrad und ich bewege die Maus. Mehr muss die eigentlich nicht können für mich. Alles Eben, ich andere brauch's ist auch nicht. Firlefanz. Ich brauch's auch nicht, aber macht doch irgendwo ein bisschen Spaß, ne? Dass halt alles beides gleich aussieht, weißt du. Also, muss ja nicht immer bling 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 machen und so, aber halt zum Beispiel
im Ambiente ein bisschen angepasst sein, oder? Ich meine, entweder so oder die Tastatur ist komplett weiß oder so, keine Ahnung. Also meine Tastatur habe ich auf weiß eingestellt, weil das sehe ich im Dunkeln am besten. Dass diese Tastenbeleuchtung da weiß ist. Das ist ganz nett. Kann ich gut sehen so im Dunkeln. Hier ein Gegner auf AK-11-5. Aber das ist doch eine gute Nachricht. Also du benutzt die Maus, du bist zufrieden mit der. Das ist Ja, echt eine mega. wertvolle Information. Mega. Also ich hatte davor eben die kleine, die 402er. Das ist aber eher so wie so eine E-Sport-Maus mit Kabel, weißt du, also halt ohne, also nicht wireless, sondern ja, ja, also viel zu leicht. Ich habe mir halt echt Ich überlegt, ich kam habe ja im Moment noch von eine einer. Kabelmaus, die ist halt geil, finde ich. Ja. Aber mit dem Kabel ab und zu ist es doch ein bisschen blöd, wenn ich die in der falschen Position stehen lasse. Und weil die halt so leicht ist ohne Gewichte, kann es schon Ja. mal sein, dass das Kabel sie dann ein bisschen zu mir hindrückt oder zur Seite drückt, weil es reicht, dass das Kabel mit einer kleinen Kurve, sobald ich die Hand wegnehme, die Maus drückt. Und das ist dann Ja. natürlich teilweise ein blöder Effekt, wenn ich jetzt meinetwegen im Raumschiff bin und eigentlich stillstehen möchte, weil ich jetzt gerade den Scanner angemacht habe mit V. Und dann muss ich schon oft mit der linken Hand an den rechten Joystick greifen, damit ich mit Pitch und Jaw wieder auf dem Ziel bleiben kann, was ich scannen will. Und da habe ich halt die Hoffnung mit so einer kabellosen Maus, ich lasse die los und dann ist da kein Input mehr. Ne? Ja. Das wäre halt dann noch so ein Vorteil fürs Zocken. Also ich sag mal, erstmal hatte ich auch irgendjemand kam mit, also ich hatte mal die G700S, wenn es hier was sagt. Nee, das sagt mir nichts. Es ist so eine Art Büromaus, aber halt eben auch mit so einem Freilaufrad. Und da habe ich gehört letztes Mal, dass es da irgendwie auch einen Nachfolger gibt. Ich habe letztens was gesehen, gestern was gesehen. Es gibt so Büromäuse, die haben ein magnetisch gelagertes Freilaufrad. Das hätte ich natürlich noch lieber an der Gaming-Maus. Aber für die Gaming-Mäuse haben sie das halt noch nicht umgesetzt. E705 kann es sein. Ich glaube, das Ding, was Ich ich da sitze halt ein gefunden habe, war bisschen. von Logitech und hieß MX oder so. Das hätte ich natürlich noch lieber. So magnetisch gelagertes Freilauf-Scrollrad. Ja, das. Da kommt so der Tech-Nerd bei mir durch. So, ja, geil. Ganz neue Tech. Yeah. 705, aber dass die nicht in Schwarz gibt, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, also das ist echt sehr komisch. Oh, jetzt habe ich auch noch Beryl gefunden. Ui. Na, ich glaube, ich räume den Kram hier auf diese Snap-Position so weit möglich und dann fliege ich den Kram erstmal weg. Nummer sicher, Nummer sicher. Immer schön auf Nummer sicher gehen. Aber holst du dann die kabellose oder? Ja, die kabellose, die soll 108 € kosten, wenn ich das richtig gesehen habe. Anstatt 129 und auf der Logitech-Seite kostet die gerade 149, ja. Das, was ich dir geschickt habe, ist, glaube ich, so ein Amazon-Link. Ja, ich guck. 108 ohne diese Docking-Dings. Ich will ja kein Docking-Pad haben. Ich mache Ja. das dann einfach mit Kabel. Ich lade die dann mit Kabel auf. Fertig ist die Kiste. Wieso Docking-Pad? Was für ein Docking-Pad? Ja, es gibt so Pads. Da hast du hinten Stromanschluss dran. Und wenn du die auf dem Pad benutzt, Powerplay oder so nennt sich das, dann lädt die beim Ja, Zocken. Aber das ist mir viel zu teuer. braucht kein Mensch. Ja, viel zu teuer. Ich mache da auch nur Kabel dran und gut ist. Also ich hatte noch nie so ein Pad, also keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Ich brauche es nicht. Okay, 502 Lightspeed habe ich.
Ja, boah. Ah, das ist Hätte gut zu aber wissen, schon dass du mit gern. der zufrieden bist, ey. Das ist echt gut zu wissen. Mega, also ich mag die mega. Sonst hätte ich die nicht so lange gehabt. Sonst hätte ich schon lange mich nach einem anderen an, also aus, also ja, umgeschaut. Ja, ich gucke jetzt mal. Januar sparen und dann mal schauen. Aber ist es nicht, ist die nicht, also normalerweise kostet die 159, glaube ich, kann das sein? Ich gehe noch mal kurz hier auf den. Wo ist das denn hier? Was denn? Prime Einkaufswagen. Ich gehe noch mal auf die Seite. Ich bin dann auf der Logitech-Seite. Ja, ich bin jetzt bei Amazon da auf die Seite gegangen, wo ich die im Einkaufswagen reingepackt habe. Ja, 129 und bei Amazon gerade für 108. Weiß nicht, ob ich. Ach, komm her, was soll der Geiz? Was? Gratis Premium Versand. Samstag. Die soll Samstag schon kommen. Krass. Ja, bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, vielen, vielen Dank für dein Feedback. Sehr gerne. Aber ich Also. habe, glaube ich, 159 gezahlt sogar. Aber ja, vielleicht ist die jetzt eben günstiger, aber wer weiß. Ja, also für diese Maus hier habe ich, glaube ich, im Outlet 60 oder so bezahlt. Die kostet, glaube ich, sonst irgendwie 70 oder 80. Und mit Ja. der bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Also diese Corsair hier RGB 65, das ist schon eine solide Maus. Aber ich merke halt teilweise schon, dass diese PTF-Gleiter so langsam abgenutzt sind. Also sie Ja. sind noch da, aber teilweise setze ich schon fast ein bisschen auf dem Glaspad, was ich mir geholt habe, auf. Und dann denke ich mir so, naja, dann, sie ist jetzt noch gut. Also ich bin zufrieden mit der. Ich hätte halt gerne noch ein bisschen bessere Funktionalität, Scrollrad und so. Dann Ja. wird es einfach Zeit. Dann gönne ich mir jetzt mal eine neue Maus. Dann habe ich diese hier noch in Reserve. Wenn mit der neuen irgendwas ist, die Batterie ist alle oder was weiß ich, dann kann ich immer noch die hier benutzen, so, ne? Ja. Was ich nicht empfehlen kann, ist das hier, wenn du auf meinem Bildschirm mal guckst hier. Ich muss mal eben kurz abheben. Ich habe hier genug Cargo gelootet. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich fliege jetzt zum Verkaufen. Hast du Bock, mir zu helfen beim Verkaufen fliegen? Ja, können wir machen. Weil ich immer so ein bisschen komisches Gefühl habe. Auch wenn dort der Comlink an ist, kann da trotzdem sein, dass irgend so ein Depp da mit einer Sniper lagert. Und so, ne? Und das ist Ja. blöd dann. Das So, müssen wir ja dein auch Bildschirm, wissen. sagst du, warte mal. Dein Gucken Bildschirm, dein Bildschirm. Ja, und jetzt? wir ja. 80 Euro das Headset. Das Was? kann Oh, zwar was? Blut. Das sehe schon mein Bildschirm nicht. Ich sehe ganz viele Headsets. Ja, 20 Stück oder so. das ist eins. Ach, das, dieses Logitech G435. Ja. Was ist damit? Habe ich geholt für also 70 Euro habe ich gezahlt, Aha. aber das ist so, also auf dem Handy kannst du es zwar verwenden, dafür ist richtig geil. Also Aha. das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel jetzt einfach weglaufen und es verbindet sich dann automatisch mit meinem Handy. Das ist Okay. nicht schlecht, Okay. aber es ist halt nicht zu empfehlen, weil das halt immer ausgeht und so. Also Ah. guck hier habe ich dir da. Ah, stimmt. Doch, ich habe die 109. 135. Oh, krass. Ja, ich weiß nicht, das war glaube ich ein Rabatt. Ich weiß nicht, was das war. Black Friday. Ne, stimmt nicht, kann nicht sein. Aber irgendwann im Mai, Ende Mai, weiß nicht, was da war. Ja, da war die bestimmt auch noch neuer und deswegen teurer, ne? 159. Ja, Wahnsinn, ey. Ja. Hey, Wahnsinn. warum nicht? Bist du denn jetzt auch hier auf dem EU500er Ding? Ja, bin ich. Okay, ich würde gerne zuerst versuchen, diesen Drogenrotz loszuwerden. Das mache ich im Voilà. Moment, das mache ich im Moment ganz gerne auf Microtech Dings da.
Echt? Euterpe. Euterpe heißt das. Euterpe und dann dieser Dings, wie heißt das nochmal? Devlins. Devlins Captain Salvage. Captain Salvage. Wollen wir da hinfliegen? Also können wir uns da treffen? Ja, können wir schon machen. Cool. Wahrscheinlich auch hier. Ich habe jetzt eine Reisezeit von circa 6 Minuten. Mit dem TS2 oder was? Ja, ne, der schnellste. Ach stimmt, das heißt 3 hier dran, ne? Ja, dann ist der TS2. Von A-Corp ja. Bis Microtech sind ja so knapp 60 Millionen. 3 Minuten theoretisch. Hä? 3 Minuten sollte ich eigentlich brauchen. Also du kommst von Hurston oder was? Ne, ich bin auch A-Corp grad. Ach, du fliegst mit Size 2 oder was? Mit dem XL1 fliegst du oder was? Ich bin am überlegen, ob ich schnell die Iron claimen soll, ja. Ach nee, nimm doch einfach das, mit dem du unterwegs bist, ist doch perfekt. Es geht mir eher darum, dass ich halt jemanden in der Hinterhand habe, der mich dabei unterstützt, wenn da irgendwelche Leute da in Aufstand fahren. Ja. Im Prinzip würde ich dann, sobald irgendwas Blödes passiert, versuchen, möglichst elegant da aus der Nummer rauszukommen, also wegfliegen oder so, wenn ich das früh genug spitz kriege. Wenn ich halt Pech habe und da unten ist einer, der im FPS mir einen Headshot verpasst, ja, dann würde ich mich freuen, wenn du irgendwie aufpassen könntest auf das Schiff oder so. Ich mache ja in der Regel immer zu, dass da keiner reinkommt. Und dann könnte man trotzdem noch einen zweiten Anlauf probieren, weißt du? Ja. Lade ich mal in die Gruppe ein. Ich lade dich in die Gruppe ein. Ja, Invite angenommen. Mhm. We have joined the party. Oh, jetzt wer hier alles eingeladen hat. Schwarz, Eve. Er will schon schwarz haben. Aber ich hab Quantanium noch dabei. Ja, ein Quantanium. 3 Quantanium. Ja. Das ist der Stück. So. Ja, ich hab mir gedacht, ich will erstmal diesen Drogenkram da loswerden und danach verkaufe ich die Erze an dem TDD. Hm. Ja, ich habe nur 2 Quantanium und dabei kann ich drauf scheißen. Geht das eigentlich im Moment noch, dass du den Kram, wenn du bei New Babbage Commons parkst, dann im TDD vertickern kannst? Zeigt dir das Schiffsinventar? Ja, klar. Ja, geil, dann spare ich mir den Weg vom Raumhafen. Ah, schön. Die Tage habe ich ein Video gesehen, der Trader hat wohl immer seine Fury mit in der C2 oder was der da fliegt. Und dann hat er was gezeigt im Video, wie man bei Lorville den Weg zum Business District abkürzen kann. Irgendwie, ja, der landet dann irgendwo da und fliegt mit der Fury dann da rein. Ja. Mal, also habe ich noch nie ausprobiert, aber es ist, glaube ich, schon nützlich, wenn man das macht, aber. Ja, ne, solange wie das mit dem Inventar halt klappt, ne? Dann, ich hab's mir nicht genau angeguckt, aber es scheint so zu sein, dass er da einen Landepunkt gefunden hat für das große Schiff, dass er dann vom TDD aus auch Zugriff auf das Inventar hat und das dann auch verkaufen kann.
Laut seiner Aussage spart er so irgendwie 5 Minuten oder was da, Bimmelbahn Naja. fahren. Ja. Naja, auf Ja, die lange Sicht macht sich bemerkbar. auf A-Korb gibt's sowas gar nicht, gell? Wüsste ich jetzt nicht. Nee. Da Kannst du nur musste vorher. ja diesen Sky-Dings da nehmen. Ja. Leider. Glocke zu machen. Ich hoffe mal, sie kriegen es in den nächsten Jahren hin, dass du einfach an die NPCs im Orbit verkaufst. Fertig. Ja. Kommen die eben mit ihren A2s, packen da den Schal mit ihren Hull A's, packen den Kram da dran oder was und fliegen dann runter. Fertig. Sollen sie doch 10% dafür nehmen oder so. Hauptsache Ja. Fracht los, nächste Runde. Ich bin mal gut, ich so. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen, ja. Wenn du mit der C2 bist, können wir ja danach einen normalen Handelsrun machen, wenn du willst. Bei der Frachtmenge, die du in der C2 drin hast, könnte das interessant sein, dieser RMC-Run von Pickers Field. Ja. Also ich mache mit der A2 voll beladen 500.000 oder mehr. Ne, halt, du hast Ausgaben bei der A2 2,4 Millionen oder so. Aber darauf mache ich dann Gewinn von über eine halbe Million. Das ist über 20%. Das ist ein ordentlicher Riss, würde ich sagen. Ja, also ich bin da eher auf Gold fixiert, weil dann machst du 1 Million. Mit Ich welchem wollte Schiff? schon Mit welchem ja, mit Schiff? der C2. Ja, mit der C2 machst du eine Million mit Gold. Dann warte mal ab Ja. gleich. Lass uns das mal ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass du mit der C2 mit RMC dann mehr machst. Hast natürlich mehr Ausgabe, aber wenn das glatt geht mit dem Verkaufen, dann. Ja. Naja, ne, wenn du jetzt meinetwegen 6 Millionen einsetzt für die Fracht oder was wir da, ist ja ungefähr dreimal so viel wie die A2, dann müsstest du eigentlich 2 Millionen machen mit einem Run. Ich glaube 429 oder wie lacht die nochmal? 4, nee, 469. Ich glaube, ich habe die T2. Cargo, glaube ich. Nee, die C2 hat glaube ich 696. Ist ja im Moment Nee. das Schiff mit der Nicht. zweitmeisten Cargo Capacity. Die hat fast 700 SCU Ladung. Die kann Warte, richtig einpacken. ich Die hat richtig Platz. guck mal in meiner Liste. 696, du hast recht. Ja, 696. Ja. Und Das ist die schon ordentlich. A2, 216. 216, ja. Ja. Das ist dreifache theoretisch. Ja. Bisschen mehr wie das Dreifache. Ne, also müsstest du eigentlich dann auch mit dem Einsatz von irgendwie bummelig 6 Millionen, müsstest du 2 Millionen Riss rauskriegen oder so. Das sind 1,5. ungefähr fast 30%. Das ist ein guter Gewinn, den man macht mit der Tour. Und die hat ja einen hohen Stock. Die hat 22.000 SCU meistens an RMC auf Vorrat. Und die füllt laut dem Video, was ich da gesehen habe, ungefähr 1000 SCU alle 10 Minuten auf. Also die hat echt ordentlich was auf Lager da. Ich weiß auch nicht warum. Können wir mal gucken, ja. Ja, dann würde ich vorschlagen, nimmst du Fracht auf, fließt los und sozusagen 10 Kilometer, dann kannst du ja wegspringen. Und wenn du dann mir Bescheid sagst, okay, ich bin jetzt heile weggesprungen schon mal, dann würde ich auch noch mal Fracht aufnehmen und würde hinterher fliegen. Ja. Ne, dann machst du 2 Millionen, ich mach 500.000. Hat man schon mal wieder ein paar Alpha UC gescheffelt. Ja. Ich brauche jetzt noch 188 Sekunden. Ja, perfekt. Ich fliege gerade zu Fuß so ein bisschen. Damit das passt, wie wir ankommen. Ich bin jetzt noch knapp 200 Kilometer entfernt. Ja, ich breche dann meistens auch immer ab, sobald du in dem Kreis bist, kannst du ja abbrechen. Ja, sobald der Comlink meldet, du bist hier angekommen am Planetensystem. Ja. Leider ist es ja so, dass die Quantum-Schiffe da noch nicht so wirklich Leistung bringen. Ich finde, die haben noch zu kleine Bubbles für Interdiction. Ja.
Die müssen größere Bubbles haben. Wenn ich mir jetzt angucke, bei Crusader hast du zwischen dem Gasplaneten und den Monden irgendwie so 50.000, 60.000 Kilometer Entfernung ungefähr im Schnitt. Dann finde ich, sollte eine Bubble schon da dran kommen. Also, ja, dass du wirklich, du setzt dich irgendwie 20.000 Kilometer vor Jela, entfernt von, also wenn du eine Linie ziehst von Crusader nach Jela, nochmal 20.000 Kilometer weiter raus und kannst dann echt fast alle Schiffe, selbst wenn die von 90 Grad Winkel von der Seite nach Jela springen, kannst du dann rausziehen, so. Dass du richtig da abfischen kannst. Wäre schon witzig. Irgendwie diese 20 Kilometer Bubble oder was finde ich zu klein. Viel zu klein. Ich muss nur mal gucken. Das ist immer sehr knapp bemessen. Also wenn sie, selbst wenn du dann nach dem Comlink gehst, hast du immer ein bisschen mehr Verlust. Du bist schon mega nah am Microtech zum Beispiel dran. Ja, ich glaube, bei Microtech hast du eine Bubble besser von 100.000 Kilometer. Also wenn du 90.000 Kilometer Entfernung hast, kannst du schon raus. Ja. Bei Crusader okay, ist es, glaube ich, 50.000 Kilometer. Jetzt kann ich raus. Ja. Systems off, systems on. Ja, 90 hast schon recht, ja. Mal Ziel neu setzen. Ah, ich glaube, die machen gerade wieder hier Jump Town bei Microtech. Ja, ja. Daher kommt, glaube ich, gerade der Medical Beacon, der da aufgepoppt ist. Ja, ich bin ja mal gestern mal aus Spaß hingeflogen mit einer A2, hab da mal ein paar Bomben abgeschmissen, so. Hat Spaß gemacht. Hat dich keiner vorher abgeschossen, oder was? Ja, dann später, dann schon am Wegfliegen, dann habe ich, konnte alle Bomben raustoppen, dann. Ja? Und dann kam im Chat dann auch von wegen, über dieses Bombardement und so weiter, auf Französisch oder keine Ahnung, was das war. Ich glaube schon. So. Und dann, ja. Dachte mir, ja, fliegst weg, so, und auf einmal wurde ich dann von der F8, glaube ich, dann abgeballert, dann. Mhm. Ja, aber drauf geschissen. So, ich wollte es einmal ausprobieren. Und dachte ich mir, ja, okay, wenn die das immer machen, dann kann man das ja auch mal einmal probieren. Ich habe richtig, richtig gut getroffen, eine Carrack stand da, dachte ich mir, ja, okay, cool, die ist ja richtig gut hochgegangen. Hast du für das Vehicle Destruction in Crimeset 2 kassiert? Nee, aber der Typ, der mich abgebaut hat, hat einen von mir bekommen. Ehrlich gesagt ist mir das mit dieser Crimeset-Vergabe so doof. Wenn mich einer abschießt, ich habe keinen Bock, ich gebe denen kein Crimeset. Nee. Ja. Kriegen sie nicht. Oh, du bist aber an mir vorbeigerauscht gerade. Hui. Hallo. 3000 Meter bist neben mir. Ja. Ja, unten ist Devil in Scrap and Salvage. Bisher sehe ich noch nichts. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Du hast mich aufgeschaltet, ne? Ja. Sind deine Schilde noch nicht wieder oben? Nee. Nein? Nee, ich fliege immer mit Dings, dass ich mehr boosten kann. Mache ich immer über F6, mache ich immer Ding. Also halt Energie auf die Dings. Auf die Thruster. Thruster. Oh, was ist da? Eine Saber. In der Luft. In der Luft. In der Luft? Ja, trotzdem. Ich scanne die mal. Mal gucken, was da. Nicht, dass da noch weiß ein Lebenszeichen ist. Nee. Saber ist ja ein Einsitzer. Was?
Werde ich angerufen? Nein, nein. Weiß grad nicht. Also es ist eine gepimpte. Da hat sich jemand die Mühe gemacht. Oder hat die das von Haus aus? Slipstream hat die von Haus aus. Aber die Thunderbolts hat jemand umgerüstet da. Die hat, glaube ich, nicht von Haus aus Thunderbolt Missiles, oder? Ja. Und Snowblind Kühler sind, glaube ich, Industrial Kühler. Die hat da. Self. Snowblind? Ja. Self okay. A. Dann könnte das ja doch das. Ja, Sonic Light ist Stealth. Ja, dann ist das eine mehr oder weniger Default. Nee, ist es nicht. Nee? Nee, nee. Snowblind ist schon mal A. Ein bisschen gepimpt. Ja. Mhm. Naja. Was ist denn los hier unten? Irgendwas los? Nur ich bisher. Wo ist denn das Gebäude? Ich versuche gerade zu identifizieren, welches das Vertickergebäude ist. Hier bei mir. Da wo ich drauf schieße. Ach stimmt, das mit diesen komischen Platten-Look-Optik-Dingsbums. Ja, ist zweistöckig hier halt, ja. Mit der Wind ist, glaube ich, ein bisschen stark, ja. Ja? Ja. Na gut, ich gehe dann mal raus und hoffe, dass ich nicht abgeballert werde. Ja, ja. Ordentliche Landung hier, weiß ich nicht. Ich sehe wieder nichts. Ja, doch, ich glaube, das könnte gehen so. Ich glaube, ich bin zufrieden. Boah, ich hoffe so sehr, ich kann irgendwann mal diese Türen einstellen, dass die dauernd offen bleiben, wenn ich das will. Das ist nicht zu weit weg. Schön. Hä? Stimmt nicht zu weit weg. Wie zu weit weg? Ich weiß nicht, wenn es dann noch reicht. Ich fliege immer bis zu diesem Bunker oder zu dem Geschütz dahin. Ja. Ich mal gucken, ob das reicht. Das müsste doch reichen. Ich bin jetzt, was weiß ich. 350 Meter oder so weit weg. Ja. Ja, es windet. Der ja. Wind weht. Oh, jetzt kann ich hier nur latschen. Hätte ich geahnt, von wo der Wind weht, hätte ich auf der anderen Seite geparkt. Mhm. Also mit Rückenwind erstmal zur Konsole rennen. Ja, du hast recht, ich hätte näher ran noch gekonnt. Ich habe nicht gründlich geguckt. Ich versuche ja in der Regel vom Pilotensitz aus alles zu erkennen. Und dann kann das schon mal passieren, dass ich nicht so nah dran parke, wie ich eigentlich könnte. Ich muss in der Luft bleiben, das ist echt behindert mit dem Wind.
Mann, dieser Wind, ey. Und dann schleicht der Charakter nur. Ja. Wo bist denn du hingelaufen? Ja, ich bin ein bisschen schräg gelaufen. Ja. Du wärst fast da gewesen, wenn du geradeaus gelaufen wärst. Ja, ich denke mir manchmal auch so, es ist gar nicht so klug, wenn man immer den direkten Weg wählt, weil diese Assassinen-Leute, kann ich mir auch vorstellen, dass die dann auf genau das zählen und sich dann abseits der Wege stellen. Also versuche ich da ein bisschen ungeplante Wege zu nehmen. Jetzt bist du ja gleich da. Ja. Jetzt, ich sehe hier im Dunkeln auch gerade keinen. Ich probiere es dann mal. Mal schauen, was das bringt hier. Ah, du hattest recht. Zu weit weg. Ja, du hattest recht. Das ist mir lange nicht mehr passiert. Okay. 218 Meter ist also zu weit. Na gut. Oh, und jetzt stehst du da blöde rum, weil der Trottel Ruhm hier so weit weggeparkt hat. Oh Mann, tut mir leid. Ja, auf dem direkten Weg nach hinten, ja. Zum anderen. Ja, ich glaube, ich kann hier echt noch ein ordentliches Stück vorziehen. Ja, wie gesagt, nimm halt diesen Geschützturm, das Geschützturm als Ding. Ja, ja, meistens parke ich so, dass meine Nase in der Nähe von dem Geschützturm ist. Ja. Jetzt muss es aber hinhauen. Ja, es sieht gut aus. Wäre ja ganz nett, wenn sie eine Visualisierung dieser Trading-Grenze machen würden. Wäre ja einfach. Wäre ja zu einfach.
Bis jetzt habe ich 75k. Die 82 SCU ETAM bringen 875k. Also ungefähr 950k bisher. Nochmal knapp 20, sagen wir 970. Oh, kann ich Agrizium ja auch auch verkaufen? Ja. Geil. 990. Ja, Beryl will er nicht. Ja. Ja, 500.000 für dich. Gut verdientes Nice. Geld. Wie heißt der Outpost, hast du gesagt, heißt der? Pickers Field auf Hurston. Auf Hurston? Ja. Deswegen, wenn du wegfließt, ab 10 Kilometer kannst du springen. Vielleicht ein bisschen vorher, aber... Also die Marker werden vorher schon blau, aber ich fliege in der Regel immer, bis ich auf 10 Kilometer bin. Damit das auch eine sichere Nummer wird mit dem Weghüpfen. Pickers Field, also... So, ich komme dir hinterher. Ich habe 4 Minuten Reisezeit und du? Zwar 208 Sekunden. Okay, ja, dann. Dann hast du einen anderen Quantum drin. Hä? Hab ich hier. Was habe ich hier denn reingebaut? Ja, MTS2 drin. Dann habe ich hier irgendwas anderes drin oder was? Hä? Oder ist das ein Unterschied, je nachdem in welcher Starlifter-Variante der eingebaut ist? Warte mal, ich guck nochmal nach bei den Items. Ehrlich. Menü, Energy, Items. TS2. Aber auch den TS2 drin. Das ist ja merkwürdig, hä? Ja. Also ich habe, wenn ich mir die Star Map aufmache, der hat mir eine Route gesetzt, Hurston und dann Pickersfield. Quantum Verbrauch 5400 und ein bisschen und Reisezeit 240 Sekunden. Was ja 4 Minuten sind. Krass. Ja. Und du fliegst die C2, ne? Ja. Unterschied bei den Starlifter-Varianten, wie gut der TS funktioniert? Hä? Hm? Merkwürdig. Eigentlich hat der TS doch immer nur halt die Beschleunigung, die Geschwindigkeit. Das dürfte doch nicht von Raumschiff zu Raumschiff unterschiedlich sein. Ja, keine Ahnung. Merkwürdig. Ja, 203 Sekunden, das sind 3 Minuten 20 Sekunden. Das ist ja schon ein gravierender Unterschied. 40 Sekunden Unterschied. Krass. Das ist ja merkwürdig.
Sagen wir mal so, ich habe nichts dagegen, wenn ein eher Military-Schiff nicht ganz so schnell springt wie ein Frachtschiff. Ich finde, Frachtschiffe sollten die sein, die am schnellsten große Entfernungen bewältigen. Das finde ich okay. Aber ich finde es merkwürdig, dass in derselben Klasse Starlifter, dass da ein Unterschied ist? Hä? Ja. Das ist komisch. Der Preis von den Bomben ist auch ganz schön happig geworden, ne? Es geht. 4 Bomben, 420k. Der Novo hatte gestern 40.000, glaube ich, für 4 Stück. Also, hä? Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe 420.000 bezahlt, die letzten 2-3 Mal, wo ich die Bomben geworfen und dann wieder restockt habe. Ja, wann war das? Jetzt im Laufe der letzten Woche. Echt? Okay. 4 Bomben, 420.000 Kosten. Also pro Bombe 105.000. Okay. Keine Ahnung. Hat er so viel Geld, dass er sich mal eben um die 10er Stelle vertan hat, oder was? Ach ja, yeah, 400.000, ich habe ja 30 Millionen. Because Field, ich bin angekommen. Bin jetzt gerade bei Hurston gelandet. Jetzt muss ich da noch hinhüpfen. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist ruhig. Das ist ein Outpost oder was ist das? Ja, yeah, einer von den neuen. Mhm. Laut Jack Axon der am besten funktioniert. Von den dreien auf Hurston. Es gibt noch zwei andere, wo du auch dieses große RMC Lagerbestand hast. Mhm. Und 22.000 SCU, das ist eine Menge. Da musst du einige C2s hinfliegen, damit du da mal langsam irgendwo ans Limit kommst. 10 C2s sind 6.000. Also 30 C2s und dann ist immer noch was da und alle 10 Minuten kommen 1000 neue SCU dazu. Also der Bestand da ist geil. Ja. Muss das sein zum Kaufen. Ja, bisher ist niemand da. Okay. 20 Klicks, dann bin ich auch ein, da. Ein Schiff, eine Titan, aber die macht nix. Mhm. Die ist ganz weit weg auch. Vielleicht so ein Stealthy Schlingel. Ich hab dich mal aufgeschaltet gerade. Wie kann man denn hier parken? Auf dem Gebäude ist auf einer Seite so ein Neonschild. Scrap steht da. Ja, ja. Das Gebäude schon gefunden. Das ging ja schnell. Neonschild. Oder nur Design eigentlich. Die sind die Türme. Da ist eins. Scrap, ja. Oh, und das leckt.